Der Oberbürgermeister von Stuttgart, Fritz Kuhn, empfing am Dienstag, den 18. März 2014, die Stuttgarter Biathletin Anja Wicker im Festsaal des Rathauses und gratulierte zu ihrem großen Erfolg. Es ist mir eine große Ehre, als Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart unsere Stuttgarter Olympiasiegerin, wie sie Eltern sind auch da, wo stehen sie? Danke. Seien Sie ganz herzlich begrüßt, unsere Stuttgarter Olympiasiegerin hier im Rathaus zu begrüßen. Sie wohnt in Stammheim, studiert in Tübingen Sportwissenschaft oder Sportpädagogik oder Sportmanagement. Das können wir immer brauchen, auch in Stuttgart. Zum Beispiel bei der Frage, wie man Sportbäder Mittel bewilligt. Das ist, glaube ich, Sportmanager auch gefragt, oder? Ich glaube, Sie sind. Ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren zu Ihrem großen Erfolg. Das ist für Stuttgart toll, was und natürlich für Sie und Ihre Familie. Biathlon, Goldmedaille auf 10 Kilometer und kurz danach Silbermedaille auf 12 Kilometer. Das ist eine sehr, sehr große Leistung und ich bin froh und stolz als Oberbürgermeister, dass Sie sich nachher in unser goldenes Buch eintragen. Sie sind ein Vorbild für viele, weil sie zeigen, auch mit Handicaps kann man, wenn man sich anhält und trainiert, sehr, sehr viel erreichen. Und ich freue mich, dass das gelungen ist. Ja, kannst du mal. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.